So, dann herzlich willkommen zur neuen Börsenwoche. Die Aktienmärkte bzw. die US-Futures stehen ja relativ deutlich im Minus. Der Dow Jones in, also the Future, steht mit minus 46 Punkten im Minus, der S&P mit rund 6 Punkten. Das zieht natürlich auch den DAX mit runter und da kommen wir auch gleich zu der Indikation. Obwohl Xetra jetzt ja dann auch schon auf hat, aber hier sind die Kurse dann eben besser. Das liegt hier im Prinzip ein bisschen an Guidance, dass dem Minutenchart die Kurse nicht so richtig reinkommen dann. Also hier gibt es mehrere Optionen, Möglichkeiten. Bleibt der im Prinzip hier im Stundenchart, gibt es eine wichtige Unterstützung bei 10.520 Punkten rund. Da könnte es hier zum Gap Close kommen. Ja, vielleicht auch nur bis zur Unterkante, bis 10.580. Die zweite Variante, ja, ich muss leider mehrere Varianten jetzt so, und außerdem sind die auch nur grau einzeichnen, weil eben nichts ganz klar ist, ja, auch bei den US-Märkten nicht. Eine zweite wichtige Unterstützung liegt knapp unter 10.500 Punkten. Von dort aus könnte dann eben auch eine Aufwärtsbewegung Richtung Gap Close folgen. So, und für mich ist hier unten schon nicht ganz ein handfestes Verkaufssignal, aber ein Rücklauf unter 10.447 oder knapp 45 Punkten wäre negativ, dann wäre es hier noch eine Option, hält das letzte Tief bei rund 10.360 Punkten, dann dürfte es nochmal eine Gegenreaktion geben, um dann vielleicht ein neues Tief zu machen, weil wenn jetzt hier wirklich der Markt wieder hier runterfallen sollte, dann dürfte wahrscheinlich eben auch Amerika ein neues Verkaufssignal liefern, deswegen dann doch eher auf fallende Kurse eingestellt. Was noch oben möglich ist, ja, wenn jetzt hier diese Trendlinie, die wurde zwar hier schon mal deutlich überboten, dann eben auch hier, ja, die kommt vom 7.9. Und wenn da eben auch noch das Hoch rausgenommen wird, dann dürfte es eben nochmal Richtung 10.700 Punkte gehen. Was dann natürlich möglich ist, wenn es jetzt hier mal wirklich rausgeht, ist natürlich dann im größeren Chartbild natürlich, werden dann vermutlich, also Tagesclose, dann über 10.780 Punkten, dann dürfte man hier doch einen relativ schnellen Move von nochmal 200-300 Punkten sehen. Wäre hier eher bei 11.150 würde ich dann etwas oder halt rund 11.000 Punkte, wenn die Marke bricht. Wäre jetzt hier auf den ersten Blick ein Kursziel. Schauen wir nochmal drauf, was jetzt hier tendiert nochmal schwächer. Dann wird jetzt hier vielleicht die Unterstützung eben getestet und von dort aus nochmals in den unteren Zeitebenen, wenn jetzt hier auf 5 Minuten Basis sich hier was ausbildet, eine Umkehrkerze, dann kann man hier mit dem engen Stopp vielleicht was reißen. Aber wie gesagt, eher recht vage. Dann zur NASDAQ 100 Indikation. Da gab es hier den Abprall an der Verkaufstriggermarke. Läuft jetzt hier schon wieder sehr deutlich nach unten. Was jetzt hier schon schwierig ist, ja, es darf oder kann ein neues Tief folgen. Deswegen diese Zahl nur auf Schlusskursbasis ist jetzt hier wichtig. Dann hier unten kann sich dann doch nochmal gleich ein Reversal ergeben wegen den neuen Mustern hier. Nichtsdestotrotz ist hier die Marke weiterhin wichtig, aber nur auf Tagesschlussbasis. Zum US-Dollar, kanadischen Dollar, konnte sich hier erst richtig
schön nach oben bewegen. Dann allerdings hier eine deutlich negative Kerze und mit dem Bruch, beziehungsweise hier gab es nochmal einen leicht bullischen Versuch nach oben, der wurde nochmal abverkauft und jetzt gab es hier auch Kurse unter dieser Unterstützungslinie, die Aufwärtstrendlinie durchbrochen. Also hier eher dann, egal wie hoch das jetzt erstmal noch läuft, also kann auch nochmal dann in etwa so laufen. Hier werden jetzt unterhalb von ja, der 1,32 Marke, ja, sollte es nach unten tendieren, das Währungspaar. Dann haben wir hier noch die zwei schönen Aktien, Vonovia, wo hier eine Aufwärtsbewegung möglich ist und genauso bei der deutschen Lufthansa Kauflimit getroffen. Hier gibt es jetzt, wenn ich das richtig sehe, vorbörslich leichte Verkäufe auch. Deswegen, ich setze den Stopp noch nicht weiter hoch. Und ja, was mit dem Bruch von 10,40 Euro dürfte es hier dann schlagartig Richtung ja, 11 bzw. 11,50 sogar gehen. Aber einfach mal wieder kurz eben auch die Vergangenheit angeschaut. Läuft zwar nicht immer direkt an den EMA 50 hin. Hier wird auch leicht überboten. War dann halt hier von den Mustern her, war hier natürlich schon auch was möglich. Allerdings wurde es dann abverkauft. Und jetzt sollte es mit dem Bruch hier, weil das hier eine schöne Umkehrkerze ergab, sollte es sich hier jetzt eine Aufwärtsbewegung eben ergeben. Was noch interessant, was ich am Freitag noch vorgestellt habe, war die Deutsche Bank. Wichtig ist hier über 11,85 zu bleiben. Und dann kann sich das hier so nach oben noch ausdehnen. Im Prinzip, ja, es sind die Unterstützung eingezeichnet. Ob es jetzt hier ein richtiges Verkaufssignal, denke ich nicht. Wir werden hier irgendwo eine zweite Bewegung sehen, in meinen Augen. Ich jetzt hier auch einen neuen Punkt hinzufüge, kann sich auch so dann laufen, aber die Marken sind eben wichtig, ja, deswegen wäre es schöner, er bleibt über diesem und kann dann hier so ein Kursziel erreichen. Das war's, danke fürs Zuhören und dann bis später.